Damit begrüße ich Sie oder euch, besser gesagt, sehr herzlich. Also liebe Interessentinnen und Interessenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine Freude, euch bei dem zweiten Lectures for Future Vortrag online zu begrüßen. Mein Name ist Martin Hoffmann. Ich bin Physiker am Institut für Theoretische Physik in Linz und freue mich, mit Ihnen zusammen Herrn Professor Ferdinand Kerschner zu begrüßen. Er könnte bitte mal das Video anmachen. Ja, hallo, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, Sie hören mich vor allem und sehen mich. Es ist etwas außergewöhnlich. Mache eine solche Videokonferenz auch zum ersten Mal. Und ich bin eher ein analoger Typ und nicht so sehr digital. Aber ich habe auch Unterstützung von meinem Sohn Sigi. Und daher hoffe ich, dass das gut über die Bühne geht. Ich habe gar nicht gehört, wie ich vorgestellt worden bin. Ich danke jedenfalls für die Einleitung und möchte noch ergänzen, dass wir das Institut für Umweltrecht im Jahr 1996 an der JKU Linz gegründet haben. Und in der Zwischenzeit schon mehrere größere Arbeiten zum Klimaschutz erstellt haben, so insbesondere zum Verkehr, zum nachhaltigen Verkehr bereits im Jahr 2001, dann auch zum Recht der Energiewende Österreichs im Jahr 2016. Ich darf dieses Buch vielleicht kurz als kleine Werbung vorzeigen. Hier haben wir an die 100 oder mehr konkrete Vorschläge für den nachhaltigen Verkehr getroffen. Einige sind bereits umgesetzt, aber die meisten leider noch nicht. Wir haben auch Landwirtschaftsrecht und Klimaschutz behandelt. Das war 2019. Und auch das Klimaschutzrecht der EU im Jahr 2014. Ich freue mich sehr, hier diesen Vortrag halten zu dürfen. Wir sind zwar noch nicht ganz nach der Corona-Krise, der Titel lautet ja nach der Corona-Krise mitten in der Klimakrise. Aber bei der Corona-Krise schaut es jetzt ja sehr gut aus. Das nach der Corona-Krise wird hoffentlich bald kommen. Es sind einige Medikamente in Sicht und auch die Zahl der Infizierten wird immer weniger. Wir stehen aber mitten in der Klimakrise. So, jetzt habe ich auch meine erste Folie gestellt. Ich hoffe, das funktioniert. Vor etwa 6 Wochen oder ziemlich genau 6 Wochen hat der Kollege Michael Rosenberger referiert und hat hier in seinem ganz ausgezeichneten Vortrag die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Klimakrise erörtert, aber auch wieder Muster zurückfallen, nicht zurückgehen nach der Corona-Krise zu Business as usual. Wir sind also mitten in der Klimakrise. Das hören manche sicher nicht so gerne, aber es ist wissenschaftlich, naturwissenschaftlich eindeutig erwiesen. Wir leben eben in Krisen. Und wenn man jetzt zum Begriff der Krise zurückgeht, dann sehen wir, dass die Krise aus dem Altgriechischen kommt, Krinein oder Krisis.
Und das heißt zunächst einmal Entscheidung oder Zuspitzung. Und in der Corona-Krise haben meines Erachtens Politik und Wissenschaft sehr richtig und rasch entschieden. Meines Erachtens war das auch juristisch durchaus in Ordnung. Sie haben sicherlich von den verfassungsrechtlichen Bedenken jetzt reihum gehört. Ich glaube, wenn man rasch und gut entscheiden soll, dann ist auch manches Ungenaue in Kauf zu nehmen. Also ich habe hier keine großen verfassungsrechtlichen Bedenken. Nur in einem, das möchte ich hier vielleicht vorweg anfügen, was das Epidemiegesetz betrifft, das hat man ja weitgehend außer Kraft gesetzt und damit auch die volle Entschädigung. Hier, glaube ich, ist wirklich der Vertrauensgrundsatz, der in der Verfassung ja auch verankert ist, sehr beeinträchtigt. Und ich glaube nicht, dass hier dieses Außerkraftsetzen des Epidemiegesetzes beim VfGH auch halten wird. Ja, das rasche und richtige Entscheiden, Krisis, das sollte eben auch bei der Klimakrise sein. Und die Klimakrise ist eindeutig ein interdisziplinäres Problem. Daher ein Problem für alle Wissenschaftler. Alle Wissenschaftler sind gefordert und es wäre wirklich sehr zu wünschen, dass die meisten oder alle JKU-Wissenschaftler auch verstärkt den Scientists for Future in Linz beitreten würden. Das wäre ein ganz großer Wunsch. Ich darf auch noch zu unserem Institut nachholen. Ich bin ja schon seit 6 Jahren in Pension. Nunmehr leitet die Kollegin Frau Professor Erika Wagner das Institut. Mit ihrem sehr motivierten Team ist sie außerordentlich engagiert und erfolgreich, auch in Bereichen des Klimaschutzrechts. Heute geht es um einen juristischen Beitrag, das ist ja angekündigt worden. Das Recht ist zwar nicht zu unterschätzen, aber nicht zu überschätzen, entschuldigen Sie, aber es ist auch nicht zu unterschätzen. Das haben wir gerade jetzt bei der Corona-Krise ja deutlich gesehen. Was können Sie hier erwarten? Ich hoffe, dass ich nicht zu viel trockenes Juristendetail und Juristenlatein vortragen werde. Ich darf darauf hinweisen, dass ich auch gegen Ende unbedingt ein Märchen vortragen möchte und ich hoffe, dass das auch auf Interesse stößt. Nun aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum geplanten Inhalt. Ich möchte jetzt beginnen mit möglichen Erkenntnissen aus der Corona-Krise für die Klimakrise. In den Medien liest man ja dazu schon allerlei und auch ich möchte kurz meinen Senf dazu geben. Im zweiten Kapitel möchte ich auf die Frage eingehen, wie weit Klimaschutz schon im österreichischen Recht und auch im europäischen Recht angekommen ist. Hier kann ich schon vorweg eindeutig aussagen, dass das Klimaschutzrecht leider in unserem Recht noch nicht oder jedenfalls nicht hinreichend angekommen ist. Im nächsten Teil, im dritten Teil, werde ich dann auf die gewünschte Transformation oder Verbesserung, Erneuerung des Klimaschutzrechts eingehen, jedenfalls soweit Zeit ist. Ich habe da einige
Folien auch vorbereitet mit Vorschlägen, konkreten Vorschlägen. Und hier möchte ich schon auch vorweg festhalten, dass es nicht darum geht, dass wir in 20 oder 30 oder 50 Jahren ein neues Klimaschutzrecht brauchen, sondern hic et nunc. Jetzt ist es schon unbedingt notwendig, dass wir endlich daran gehen, ein neues Klimaschutzrecht zu beschließen. Und dann möchte ich eben mit einem hoffentlich positiv stimmenden Märchen abschließen. Und als letztes Kapitel die Frage behandeln, dass wir Wissenschaftler, wir Klimawissenschaftler uns nicht zähmen lassen sollen. Die Klimawissenschaftler werden ja auch als Spinner bezeichnet. Und daher rede ich immer wieder auch wieder von wieder die Zähmung der Wissenschaft. Soweit mein Überblick. Und ich möchte jetzt, das ist zu weit schon, ich bleibe noch bei diesem Überblick etwas näher auf Erkenntnisse aus der Corona-Krise eingehen. Gibt es da Gemeinsames? Gibt es Unterschiede, Chancen und Gefahren? Das sind erste Assoziationen. Man liest ja in den Medien schon allerlei dazu. Zunächst zum Gemeinsamen. Es geht natürlich bei beiden Krisen um den menschlichen Existenz- bzw. Selbsterhaltungstrieb. Bei der Corona-Krise haben wir eine unmittelbare Gefahr durch das Virus. Und diese Krise deckt natürlich derzeit den Klimawandel zu, verdeckt ihn. Dabei ist aber die Klimakrise für mich und glaube auch für viele andere eine viel größere Krise für die Menschheit. Ich rede immer von der größten Herausforderung der Menschheit im 21. Jahrhundert. Vielleicht haben Sie im Internet ein Bild dieser Krisen gesehen. Der Homo sapiens schwimmt auf dem Meer und unter ihm befindet sich ein kleiner Haifisch, der den Homo sapiens bedroht. Aber ein noch viel, viel größerer Haifisch schwimmt unter diesem kleinen Haifisch und dieser ganz große Haifisch, der uns zu verschlingen droht, ist eben die Klimakrise. Es ist, glaube ich, noch Zeit, auch juristisch noch Zeit, aber nicht mehr lange, um hier das Klimaschutzrecht zu transformieren. Es duldet keinen Aufschub. Aber auch schon vor der Corona-Krise hatten wir auch im EU-Recht vor allem ganz lange Fristen, langfristige Ziele. Sie wissen, es geht um das Jahr 2030, 2050 und 2100. Aber was unser Riesenproblem ist, es werden leider keine konkreten Maßnahmen beschlossen. Warum ist das eigentlich so? Die Wissenschaft ist ebenso wie bei der Corona-Krise eindeutig der Meinung, bei den Klimawissenschaftlern sind es an die 98%, dass die Klimakrise auf uns zukommt und dass etwas getan werden muss. Die Wissenschaft liefert Daten und Fakten. Das haben wir ja im ersten Vortrag bei Kollegen Rosenberger nachdrücklich gesehen. Warum ist das anders bei der
Klimakrise. Warum tun wir in Wahrheit viel zu wenig? Der erste Grund ist sicherlich, dass hier, weil die Krise nicht so unmittelbar uns bedroht, dass der wirtschaftliche Druck überwiegt. Die derzeitige Wirtschaft ist, glaube ich, noch immer überwiegend zumindest auf kurzfristigen Gewinn ausgerichtet. Der Philosoph Martin Heidegger spricht von der Raserei des rechnenden Denkens. Wir brauchen aber langfristiges Denken und langfristiges Scheiden. Und hier kommen wir zu dem zweiten Hauptgrund, warum alles so lange auf die Bank geschoben wird. Und da geht es meines Erachtens um ein gravierendes demokratiepolitisches Problem. Unsere Politik ist leider nicht, jedenfalls überwiegend, auf langfristiges Denken und Entscheiden ausgerichtet. Man denkt in Wahlperioden, also in 4 oder jetzt meistens 5 Jahren. Und dazu kommt eben das kurzfristige Gewinnstreben, sodass alles hinausgeschoben wird. Aber für mich ist die Vereinigung Scientists for Future und vor allem auch Fridays for Future die große Hoffnung. Es ist abzusehen, dass die Jugend bald anders wählen wird und das sollten auch die Politiker endlich sehen. Nun, welche konkreten Erkenntnisse ziehen wir aus der Corona-Krise? Erstens, der CO2-Ausstoß ist jetzt während der Corona-Krise binnen kürzester Zeit merkbar gesunken, angeblich etwa schon um 4%. Das ist für mich ein eindeutiger Beweis, dass die CO2-Emissionen oder Emissionen menschlich verursacht wird, anthropogen, wie man so schön sagt. Zweiter Punkt, der für mich wirklich auch überraschend war und ist, die Menschen sind flexibler, als man vielleicht glauben möchte. Die Menschen können durchaus auch verzichten. Verzicht ist in der Klimakrisendiskussion nicht gerne gehört und gesehen. Man wird gleich dann auf die Steinzeit und Stillstand verwiesen. Aber Verzicht kann auch höhere Wohlfahrt bewirken und eine höhere Lebensqualität bewirken. Dritter Punkt, nicht nur die Menschen, die Konsumenten sind flexibel, meines Erachtens sind auch die Unternehmer in einer Marktwirtschaft außerordentlich flexibel. In einer Marktwirtschaft ist es gerade typisch, dass die Unternehmen flexibel sind. Manche Branchen werden einfach untergehen und manche werden entstehen. Zum Verzicht noch ein Hinweis, der mich, wie ich recherchiert habe, wirklich überrascht hat. Bereits 2010 ist 1 Million Menschen an Hunger gestorben, aber 3 Millionen Menschen sind an Überernährung gestorben. Also insofern wäre Verzicht manchmal durchaus sinnvoll. Und der vierte und vielleicht wichtigste Punkt aus meiner Sicht, den wir aus der Corona-Krise mitnehmen können. Politik und Parlament können überaus rasch und effektiv handeln, wenn sie wollen. Es ist zwar unwahrscheinlich, wie rasch hier neue Gesetze erlassen worden sind und wie rasch hier auch das Parlament reagiert hat. Was jedenfalls bleiben wird,
so wird das Digitalisierung sein. Ich glaube, und da bin ich natürlich nicht alleine, das Homeworking und die Videokonferenzen werden bleiben, vielleicht sogar noch zunehmen, und das kann und wird sich auf den motorisierten Individualverkehr positiv auswirken. Aber es gibt natürlich auch ganz große Gefahren, die nunmehr abzusehen sind. Vielfach wird schon wieder nach Beendigung der Corona-Krise das bedingungslose Hochfahren der Wirtschaft gefordert. Wir werden ein riesiges Budgetloch bekommen, und daher werden viele sagen, es wird kein Geld für Klimaschutzmaßnahmen übrig sein. Auch europaweit wird schon von verschiedener Seite ein Verschieben des Green Deal der EU verlangt. Das sind die Gefahren, die es abzuwehren gilt. Wir haben aber auch Chancen, und durchaus große Chancen, die jetzt auch schon teilweise von der Politik wahrgenommen werden. Jetzt muss man die richtigen Weichenstellungen auch für die Klimakrise treffen. Wir brauchen klimafreundliche Problemlösungsbedingungen und klimafreundliche Rahmenbedingungen in der Wirtschaft. Wir brauchen auch massive Förderung innovativer Technologien. Wir brauchen Renditen durch Green Bonds und ähnliches mehr. Auch die Finanzwirtschaft ist natürlich immens gefordert. Für all das, liebe Kolleginnen und Kollegen, brauchen wir auch, nicht alleine, aber auch das Recht, denn das Recht muss die Vorgaben treffen. Damit aber kommen wir mindestens schon zur zweiten Folie. Es geht hier nun um die Frage, wie weit ist Klimaschutz bereits im Recht, im Europarecht und auch im österreichischen nationalen Recht angekommen. Ich habe das Ergebnis schon vorweggekommen. Obwohl wir eine sehr gute Ausgangsposition im Recht haben oder hätten, ist die Lage eigentlich ganz katastrophal, so drastisch würde ich das ausdrücken. Wir haben im österreichischen Recht eine Verfassungsnorm, ein Staatsziel Umweltschutz in Verfassungsrang. Und dazu einige Prämissen. Hier geht es ja um Klimaschutz, und es ist völlig unbestritten und unbestreitbar, dass Klimaschutz ein Teil des Umweltschutzes ist. Klimaschutz ist auch ein Teil der Nachhaltigkeit und auch ein Teil des Gesundheitsschutzes. Der Klimawandel wirkt sich nämlich auf alle Umweltmedien und auch auf die Gesundheit aus. Das kann ich hier aus Zeitgründen natürlich nicht näher ausführen, aber die eindeutige Konsequenz daraus ist, für den Klimaschutz gilt auch das Staatsziel Umweltschutz. Wir brauchen daher, wie manchmal jetzt gefordert wird, auch kein eigenes Staatsziel Klimaschutz. Das steckt im Staatsziel Umweltschutz und auch im Staatsziel Nachhaltigkeit. Wohl aber wäre sehr sinnvoll, das ist ein erster Wunsch, eine erste Forderung, es wäre sinnvoll, ein Grundrecht auf Klimaschutz zu begründen, denn damit wären jedenfalls eindeutig auch subjektive Rechte des Einzelnen verbunden. Was trotz dieses Staatsziels aber auch bei den Wählern, aber nicht nur bei den Wählern, sondern auch bei den Entscheidungsträgern entgegensteht, ist, um es kurz zu sagen, ja, Staatsziel Umweltschutz, aber
Es geht immer um ein Ja, aber. Vielfach wird auch jetzt noch immer der Klimawandel geleugnet und die Erforderlichkeit des Klimaschutzes. Und das gilt eben auch bei Juristen und auch bei Richterinnen. Ich möchte das jetzt etwas näher noch in der gebotenen Eile ausführen. Es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Gründe, warum auch heute noch sehr weitgehend und überwiegend der Klimawandel geleugnet wird. Ich möchte Ihnen 9 Mechanismen der Leugnung, der Verdrängung des Klimawandels vorführen. Erstens, man schaut auf den Klimawandel hin. Wir sehen ja derzeit die Dürre, die uns wirklich jetzt auch schon zu schaffen macht. Waldbrände hat es im April bei uns kaum jemals gegeben. Also man schaut hin, dann schaut man aber wieder weg oder macht einen Witz darüber und meint, das ist ein weiteres Zeichen der Apokalypse. Zweite Art der Leugnung, man schaut hin, aber tröstet sich, und das machen sehr viele Wissenschaftler auch, tröstet sich mit technischen Wundermitteln. Etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, dass man die Sonne beamen müsste. Dritter Grund, man schaut hin, aber man nimmt einen rationalen Blickwinkel ein. Die wirtschaftliche Entwicklung sei wichtiger, weil Reichtum noch immer der beste Schutz vor Wetterextremen sei. Vierter Leugnungsgrund, man schaut hin, aber es gibt Wichtigeres. Klimaschutz ist einfach zu abstrakt. Erst vor kurzem hat mir ein sehr hoher Ministerialbeamter gesagt, nein, Klimaschutz, das ist nichts für den Einzelnen, für den Konsumenten. Klimaschutz ist ein ganz abstraktes Problem. Meine Damen und Herren, ich muss dem vollkommen widersprechen. Wir alle müssen Klimaschutz betreiben. Manche wollen jetzt alles auf den Staat schieben. Auch das ist nicht die einzige Lösung. Wir alle müssen handeln. Auch der Einzelne trägt Eigenverantwortung und muss Eigeninitiative zeigen. Um jetzt schon ein bisschen wieder juristisch zu werden, im Europarecht, im Primärrecht, im Vertrag über die Arbeitsweise der EU haben wir einen Artikel 191, und danach ist die Umweltpolitik auch nach dem Prinzip des Verursachers, nach dem Verursacherprinzip auszurichten. Und meine Damen und Herren, das wird leider gerade in meiner Generation zu wenig gesehen. Die ältere Generation, der ich angehöre, hat eigentlich maßgeblich den Klimawandel und auch die Umweltbeeinträchtigung herbeigeführt. Viele wollen das nicht erkennen und wollen das auch gar nicht hören. Auch die Wissenschaft hat Enormes geleistet, hat Wunderbares hervorgebracht. Und dann auch noch einzusehen, dass aber letztlich das alles oder vieles zulasten der Umwelt und zulasten des Klimas gegangen ist, das ist für viele psychologisch schwer verdaubar. Zum nächsten Leugnungsgrund, man schaut hin, aber macht keinen Versuch der Systemänderung. Man hat zu viel schlechte Energie. Man schaut wirklich hin, aber vergisst den Klimawandel immer wieder. Es liegt so eine Art ökologische Ein- und Aus-Amnestie vor. Man hat Angst, es würde sich alles verändern. Und ein weiterer Punkt ist, wir wissen vom Klimawandel, die Klimaforscher sind sich eindeutig, und wir wissen auch, dass die Kinder vor Stürmen und Dürren fliehen werden, aber wir sind leider viel
zu beschäftigt. Vielleicht war es jetzt oder ist es jetzt in Zeiten der Corona-Krise möglich, darüber mehr nachzudenken. Ein vorletzter Grund noch, man leugnet einfach den Klimawandel. Auch da gibt es noch immer sehr, sehr viele. Diese Leugnungsgründe habe ich weitgehend übernommen, aber nicht alle, weitgehend übernommen von Naomi Klein. Viele werden diese amerikanische Schriftstellerin kennen. Sie ist mit ihrem Buch Marktkapitalismus versus Klima bekannt geworden. Ich teile nicht alle Auffassungen, aber es ist ein ganz ausgezeichnetes Buch, das sehr viel, der sehr zu empfehlen ist. Damit kommen wir jetzt aber doch näher zum juristischen. Wir haben ein Bundesverfassungsgesetz Nachhaltigkeit und umfassender Umweltschutz in Verfassungsrang. Und hier wollen wir uns diese Bestimmungen einmal anschauen. Man sollte die Verfassungsnormen, die uns wirklich auch beim Klimaschutz berühren, noch einmal gelesen haben. Paragraph 1 ist erst später, 2013, beschlossen worden. Und hier ist das Nachhaltigkeitsprinzip verfassungsrechtlich verankert. Und da heißt es eben, die Republik Österreich, Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zum Prinzip der Nachhaltigkeit bei der Nutzung der natürlichen Ressourcen, um auch zukünftigen Generationen bestmögliche Lebensqualität zu gewährleisten. In Paragraph 3 heißt es, die Republik Österreich, Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zum umfassenden Umweltschutz. Und Absatz 2 ist ganz umfassend formuliert. Umfassender Umweltschutz ist die Bewahrung der natürlichen Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen vor schädlichen Einwirkungen. Der umfassende Umweltschutz besteht insbesondere in Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, des Wassers und des Bodens sowie zur Vermeidung von Störungen und Wärme. So, jetzt bin ich bei der richtigen Folie. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns diese Staatsziele anschauen, dann kann man daraus doch normative Wirkungen ableiten. Das ist nicht völlig unbestritten, aber doch überwiegende Auffassung. Ich habe mich mit den möglichen normativen Wirkungen auch schon vor langer Zeit näher auseinandergesetzt. Und völlig unbestritten ist es, dass diese Staatsziele Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist gleich auch Klimaschutz, ein Handlungsauftrag an alle Staatsorgane ist. Das heißt auch nicht nur an die Gesetzgebung und Verwaltung, sondern auch an die Gerichte. Ich bin auch der Meinung, dass Gesetze, die eklatant, also evident gegen diese Staatsziele verstoßen, auch verfassungswidrig sein müssen. Diese Staatsziele sind auch mit anderen Grundrechten abzuwägen, was eben auch Beschränkungen von anderen Grundrechten bewirken kann. Und was für mich ganz entscheidend wäre, weil Gesetze oft durchaus zweifelhaft sind und nicht so eindeutig, die einfachen Gesetze und auch Verordnungen müssten verfassungskonform ausgelegt werden, nämlich in dubio pro natura. Das betrifft den Umweltschutz im engeren Sinn. Und man kann das ganz übertragen auch auf den Klimaschutz.
in dubio pro Klima. Und schließlich ist der Klimaschutz, Teil des Umweltschutzes, auch immer als öffentliches Interesse mit einzubeziehen, wenn es, wie vielfach in der Rechtsordnung vorgesehen ist, um Interessenabwägungen geht. Nun, wie schaut es damit aus? Wenn man das so sieht und hört, könnte man denken, naja, wunderbar, wenn das alles befolgt wird, dann brauchen wir ja nicht so viel zu transformieren. Sie haben sicher die Diskussion und auch die juristische Diskussion zur Genehmigung der dritten Piste Flughafen Wien Schwechat mitverfolgt. Hier ist es wirklich erstmals zum Schwure gekommen, nämlich ob man diese Staatsziele ernst nimmt oder eigentlich eher als Lippenbekenntnis nur als Alibi-Norm ansieht. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Februar 2017 den Bau der dritten Piste des Flughafens untersagt und hat sich dabei eben auf das Bundesverfassungsgesetz Umweltschutz und damit auch auf Klima- und Bodenschutz gestützt. Argument und entscheidende Bestimmung des Luftfahrtgesetzes ist § 71 Absatz 1 Litera D Luftfahrtgesetz. Dort heißt es, Flugplätze, Landepisten sind nur zu genehmigen, wenn sonstige öffentliche Interessen nicht entgegenstehen. Und das haben sie auf 128 Seiten begründet. Wie Sie wohl sich auch noch erinnern können, innerhalb ganz kurzer Zeit hat der Verfassungsgerichtshof, der angerufen worden ist in dieser Causa, dann einige Monate später im Juni 2017 die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aufgehoben und gemeint, die Entscheidung sei willkürlich. Es liege ein gehäuftes, grobes Verkennen der Rechtslage vor und sei damit eben willkürlich. Meine Damen und Herren, das ist wirklich ein ganz schwerer Vorwurf. Willkür ist Rechtsanwendung ohne sachliche Gründe und das ist wohl der gröbste juristische Vorwurf, den man jemanden machen kann. Und der VfGH hat damit diese Entscheidung wegen Verfassungswidrigkeit aufgehoben. Ein Hauptargument oder das Hauptargument des Verfassungsgerichtshofs war, öffentliche Interessen seien eben nur solche, die im Luftfahrtgesetz selbst genannt seien. Diese Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ist meines Erachtens durch keine Auslegungsmethode gedeckt. Ich kann das hier im Detail nicht ausführen. Ich habe das auch publiziert. Und die Entscheidung hat auch bei anderen Rechtswissenschaftlern massivste Kritik erfahren. Meines Erachtens, und ich sage das wirklich ganz offen, ist eine letztlich politische Entscheidung gewesen. Wenn man, entschuldigen Sie jetzt, den muss ich noch einmal Folie. Wenn man dem VfGH hier folgt, dann hat das eine ganz fundamentale falsche Konsequenz. Umweltschutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeit haben nur dort im Gesetz eine Bedeutung, wo es eben ausdrücklich genannt wird, im einfachen Gesetz genannt wird. Noch einmal, die Argumentation war, Klimaschutz ist im Luftfahrtgesetz nicht genannt und daher braucht darauf nicht Rücksicht genommen werden. Damit ist das Staatsziel eigentlich nur mehr
ein Glaubensbekenntnis, ein Lippenbekenntnis, wo der einfache Gesetzgeber nicht auf Umweltschutz, Klimaschutz nachhaltig verweist, gilt nach dem VfGH das Staatsziel nicht. Wie ist dann weitergegangen? Der Fall ist dann zum Bundesverwaltungsgerichtshof noch einmal zurückgekommen. Und dieses Gericht war an das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs gebunden und hat dann eben die dritte Piste mit weiteren Auflagen genehmigen müssen. Der Fall ist dann noch einmal zum Verwaltungsgerichtshof gegangen. Und hier hat der Verwaltungsgerichtshof immerhin etwas Positives entschieden, denn in diesem Genehmigungsverfahren war auch natürlich eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen und der Verwaltungsgerichtshof hat gemeint, hier, das ist wirklich ein Fortschritt, ist Klimaschutz bei der Genehmigung zu berücksichtigen und nicht nur das Kleinklima, sondern auch das Makroklima. Dennoch hat der Verwaltungsgerichtshof das Makroklima doch nicht letztlich berücksichtigt. Warum? Weil die Emissionen nach dem Emissionshandelssystem exklusiv den Luftfahrzeugbetreibern zuzurechnen sind. Freilich ist auch das sehr problematisch, ein solches Exklusiv-Argument gibt es in Wahrheit nicht. Ich sehe, ich bin schon am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ich hätte noch sehr viel auf Lager, nämlich gerade die Transformation. Viele Vorschläge, was man hier alles neu machen muss. Ich glaube, Sie können die Folien ja einsehen. Ich möchte Sie auch nicht zu lange hier mit juristischem belästigen. Aber ich möchte vielleicht doch, wenn es geht, noch ein paar Minuten drei Punkte ansprechen, die mir beim Recht der Energiewende ganz wichtig sind. Nur zum Flughafen. Sie haben vielleicht gehört, dass eine dritte Piste beim Flughafen Heathrow in England in zweiter Instanz abgelehnt worden ist und das auch mit Klimaschutzgründen. Das ist noch nicht entschieden, aber hier hat das Gericht eben genau gegenteilig als in Österreich entschieden. Lassen Sie mich noch drei wichtige Punkte beim Recht der Energiewende anführen, wie ganz wichtige Herausforderungen, die wir sehr bald beschließen müssen. Meines Erachtens muss der sogenannte Emissionszertifikatshandel entscheidend verbessert werden. In der dritten Phase ist dieses Treibhausgaszertifikatshandel, der Handel schon verbessert worden. Aber wir müssen die Zertifikate jährlich mehr abwerten, damit wir auch zu höheren Preisen der Emissionszertifikate kommen. Zweitens, es geht vor allem auch bei der Ökoenergie um schnelleren Ausbau der Netze durch erweiterbare Enteignungsmöglichkeiten. Hier bin ich dafür, dass man wirklich auch solche schnelleren Verfahren beschließt. Nächstes Problem, und das ist ein Hauptproblem, ist das Speicherproblem. Das ist ein existenzielles Muss der Energiewende. Und hier kommt es auch zum Konflikt zwischen Ökologie und Ökologie. Und auch diesen Konflikt muss die Politik, die Gesetzgebung entscheiden. Damit
möchte ich aber jetzt schließen. Ich hoffe, ich habe Sie doch auf manches hinweisen können. Ich wollte eigentlich noch viel mehr, aber wenn man älter ist, dann verzettelt man sich immer mehr. Und ich stehe natürlich jetzt für Fragen zur Verfügung. Ich hoffe, Sie sind nicht ganz eingeschlafen und bin schon sehr gespannt auf Ihre Fragen. Danke bestens. Okay, also Fragen gibt es jetzt noch nicht so richtig, aber ich glaube, die meisten würden sich schon noch für das Märchen auch interessieren. Ach so, ja, das Märchen habe ich unterschlagen, ja, aber das kann ich gerne nachholen. Einen Moment, ich muss jetzt suchen, das ist wir hätten auch noch ganz, eine Frage. Ganz hinten in meinen Unterlagen. Ich habe dieses Märchen auch schon in unserer Zeitschrift publiziert. Ja, darf ich jetzt beginnen mit dem Märchen? Ja, klar. Ja, es ist auch nachzulesen in unserer Zeitschrift Recht der Umwelt. Und es ist ein Winter-, aber auch ein Sommermärchen oder auch mehr. Also, fast alle Industrieunternehmen und Unternehmen, Konzerne, Landwirte, Verkehrsteilnehmer haben erkannt, dass Klima- und Umweltschutz auch im eigenen Interesse und gerade auch im Interesse der Wirtschaft ist. Besonders österreichische Unternehmer sind flexibel und erzielen durch modernste Umwelttechnologie und weltweiten Export Gewinne. Schon 70% der österreichischen Landwirte arbeiten extensiv und biologisch und es werden immer mehr. Sanfter Tourismus begleitet sie, benutzt den stark ausgebauten öffentlichen Verkehr, dessen niedrige Kosten den motorisierten, durch fossile Energie angetriebenen Individualverkehr weit unterbieten. Allgemein greifen vom Vorsorge- und Verursacherprinzip beherrschte marktwirtschaftliche Instrumente, die die Kosten umweltschädlichen Verhaltens anlasten, erhebliche Umwelt- und Klimagefährdung vermeiden und umwelt- und klimafreundliches Verhalten gewinnen lassen. Die Bewertung von Umweltgütern ist mittels Diskontierung künftiger Umweltkosten und Nutzen erfolgt. Auch durch rechtliche Rahmenbedingungen gelingt es den Märkten, die Externalitäten den verursachenden Wirtschaftsaktivitäten zuzurechnen. Sogar das WTO-Recht ist ökologisiert. Wirtschaft und Umwelt sind Partner geworden, was auch CO2-Abgaben für fossile Primärenergie, aber auch deren Verbrauch aufkommensneutral und mit Ökobonus steuern lässt. Erneuerbare Energien boomen und schaffen ausreichend Arbeitskräfte. Klimaklagen haben bei allen Höchstgerichten Erfolg. Der VfGH anerkennt verfassungsrechtlichen Schutz der Umwelt und des Klimas, gestützt auch auf Grundrechte des Einzelnen, dessen Freiheitsanspruch inkludiert ausreichende ökologische Lebensbedingungen. Und das alles leuchtet schon unmittelbar durch die Vernunft des Menschen ein. Paragraph 16 ABGB, dort wird nämlich auf die Vernunft des Menschen abgestellt. Die Persönlichkeitsrechte leuchten schon durch die Vernunft des Menschen ein. Und wenn, und das ist das Letzte jetzt, wenn die Erde bis dahin noch nicht verbrannt ist, wird der Mensch wieder Teil der Natur, der Schöpfung und nicht ihrer Vernichtung sein. Und alle sind Gewinner. Und ich möchte jetzt hinzufügen, und keine Spinner. Das war das Märchen. Okay, vielen Dank. Ich glaube, es gibt relativ viele Fragen und es gibt auch, ich sehr für den spannenden Vortrag bedanken. Julia Schmidt fragt und bedankt sich erstmal für den interessanten Vortrag und fragt, wenn in den Wirtschaftsbaumaßnahmen nach der Corona-Krise kein Klimaschutzziel berücksichtigt werden, könnte man dann Verfassungsklagen einreichen? Ja, man kann das natürlich versuchen. In den Niederlanden ist eine solche Klage vom Höchstgericht bejaht worden. Hier ist geklagt worden auf
mehr Klimaschutzmaßnahmen, ganz konkrete Klimaziele. Und das Höchstgericht hat diese Klimaschutzmaßnahmen zugesprochen, also den Staat verpflichtet, mehr für den Klimaschutz zu tun. In Österreich ist leider die Rechtslage eine andere. Wir haben jedenfalls nicht ausdrücklich ein solches Klimaschutzinstrument. Das ist eine Besonderheit im holländischen Recht. Es wäre toll, würden wir auch ein solches Instrument schaffen. Derzeit ist aber beim Verfassungsgerichtshof eine Individualklage, die aber von vielen unterstützt ist, anhängig. Und hier ist aber schon die Frage, ob diese Individualbeschwerden rechtlich zulässig sind. Warum? Weil der Verfassungsgerichtshof, das sicherlich zu Recht, eine unmittelbare Betroffenheit des Beschwerdeführers verlangt. Und das wird sehr eng gesehen. Auch beim Europäischen Gericht erster Instanz sind solche Klagen anhängig gewesen, jetzt beim Europäischen Gerichtshof. Und hier ist argumentiert worden, der Klimawandel beeinträchtigt alle Menschen und daher ist das nicht nur eine individuelle Betroffenheit. Ich muss gestehen, ich kann diese Argumentation in keiner Weise nachvollziehen, aber sie läuft so und wir sind schon sehr gespannt, wie unser Verfassungsgerichtshof hier entscheiden wird. Wenn er seine Judikatur vom Flughafen Dritte Piste fortsetzt, dann bin ich eher skeptisch, ob hier diese Klagen auch positiv abgehandelt werden. Danke für die ausführliche Antwort. Herr Lang, Sie hören mich wahrscheinlich. Ich höre Sie, ja. Hallo, Herr Kollege Lang. Grüß Gott. Ja, einen schönen guten Abend. Vielen Dank zunächst natürlich für den schönen Vortrag, Herr Kollege Kerschner. Hochspannend auch für einen Techniker, weil die Rechtsmaterie ja sehr wichtig ist. Meine Frage wäre die folgende. Wenn wir einen Rückblick kurz machen, hören Sie mich? Jetzt höre ich ganz schlecht, aber Martin, vielleicht kannst du mir dann die Frage weitergeben. Ja, ich habe sie auch schon versucht, inzwischen schriftlich kurz zu formulieren. Und zwar zielt meine Frage auf Folgendes ab. Im letzten September, folgend einigen anderen Parlamentsbeschlüssen, wie beispielsweise in England, im EU-Parlament, aber ist auch im österreichischen Nationalrat, den Schluss zur Klimakrise, Environmental und Climate Emergency gefallen. Also das als Krise anzuerkennen, was natürlich eine schärfere Ausformulierung ist, als von Klimawandel und dergleichen zu reden. Klimanotstand, ja. Meine Frage ist, welche rechtlichen Konsequenzen hat das, wenn man das als Krise anerkennt, relativ zu dem Zustand davor, wo man möglicherweise von Klimawandel und Umweltbeeinträchtigungen gesprochen hat? Und das hat in einigen europäischen Parlamenten natürlich zu auch politischen Konsequenzen geführt. Ja, wenn ich gleich antworten darf, Herr Kollege Lang, hat mich gefreut, dass Sie auch dabei sind. Das ist natürlich eine sehr gute Frage, noch nicht juristisch entschieden. Ich glaube aber, dass dieser Beschluss des Parlaments, dass es einen Klimanotstand gibt, schon normative Auswirkungen haben müsste. Das war aber auch im Fall der dritten Piste Flughafen Wien schon so. Auch hier hat es Willensbekundungen des Parlaments Richtung Klimaschutz gegeben. Vielleicht nicht so intensiv, aber das hat der Verfassungsgerichtshof
nicht in seine Interessenabwägung akzeptiert. Das sei nicht im Gesetz festgeschrieben, sondern nur eine Willenskundgebung und daher nicht maßgeblich. Ich glaube, wenn ich das noch sagen darf, dass auch das ist nicht richtig. Meines Erachtens müsste man natürlich die Ausrufung eines solchen Klimanotstandes eindeutig als Interessenbekundung des Parlaments, des Volkes berücksichtigen und mit Gewicht versehen. Ja? Aber ob es so weit kommen wird, der VfGH müsste, glaube ich, und ich hoffe sehr, seine Meinung zu dieser dritten Piste, jedenfalls die juristische Argumentation, etwas ändern. Ja, war das? Ja, vielen Dank. Ich traue mir keine eindeutige Aussage zu. Ja, aber ich hoffe. Ja. Ja. Meine Vermutung war ja auch, weil diese ganzen Bewegungen um diese Definition Klimanotstand und darüber hinaus ja übrigens auch Umweltnotstand, Environmental Emergency, um explizit auch noch um die Fragen und die Problematik Artenvielfaltsreduktion hinzuweisen. Ja. Das zieht sich ja von Fridays for Future über Extinction Rebellion. Das sind ja Schlüsselforderungen aller dieser Basisbewegungen. Und ich glaube, es ist als großer Erfolg, so habe ich es jedenfalls immer gesehen, dass das zunächst anerkannt wird, zunehmend von Parlamenten, auch natürlich von Gemeinden, auch von Bundesländern mittlerweile. Also das hat ja doch, und das ist eine doch deutlich schärfere Formulierung, als über Klimawandel zu reden, wo man sagen könnte, das hat es ja immer gegeben. Notstand wird echt gesellschaftsrelevant. Und Notstand könnte dann heißen, dass wir zu Möglichkeiten und zu Instrumenten greifen können, beziehungsweise als Gesellschaft die einfordern können, wie wir am Beispiel Corona-Krise, Notstand, sehen, was möglich ist. Also plötzlich gibt's Finanzmittel für alles Mögliche, plötzlich gibt's Rechtsmittel für alles Mögliche. Und das ist so ein bisschen die Perspektive, die ich versuche auszuloten. Was kann man jetzt nach Corona frisch fordern, was vorher, Sie haben sie ausgeführt in Ihrem Referat, wo man vorher so ein bisschen weggeschubst wurde, wenn man mit diesen Anliegen in Ministerien oder an Regierungsvertretern angetreten ist. Ja, ich bin, Kollege Lang, ich bin ganz bei Ihnen. Dieser Klimanotstand und auch das Übrige müsste noch verstärkend wirken. Meines Erachtens hätte es schon auch vorher ausgereicht, wäre die Rechtslage eindeutig. Aber es war, ich sage es noch einmal, für mich war es eine politische Entscheidung. Man hat das Gebot der verfassungskonformen und auch völkerrechtskonformen, nämlich Klimavertrag von Paris, nicht angewendet. Ich habe beides auch publiziert und interessanterweise hat bisher noch niemand widersprochen. Und es ist zu hoffen, dass hier ein besonderer Anlassfall war und dass der VfGH dann doch eine andere Sichtweise finden wird. Nur eines ist in unserem Rechtssystem nicht vorgesehen, dass der Verfassungsgerichtshof das Parlament zu besonderen Klimaschutzgesetzen zwingen kann, so wie in den Niederlanden. Mhm. Der VfGH ist eigentlich jetzt unter Anführungszeichen ein negativer Gesetzgeber. Er kann nur sagen, ein einfaches Gesetz wieder oder verstößt gegen die Verfassung und ist daher aufzuheben. Aber er kann das Parlament nicht zwingen, grundsätzlich nicht zwingen, ein besseres Klimaschutzgesetz zu erlassen. Herzlichen Dank für diese Ausführung. Ja. So, dann hätten wir noch eine Frage von YouTube. Erstmal vielen Dank für den spannenden Vortrag. Und was braucht es Ihrer Ansicht nach, damit Umweltschutz anders als im Flughafenfall besser umgesetzt wird?
Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu der Frage, welche Gesetzesänderungen sollten Klimaaktivisten bzw. die Öffentlichkeit am dringendsten pochen? Also wie können wir es schaffen, mit echten Fortschritt zu erwirken? Ich denke, das ist praktisch eine und dieselbe Frage. Also was muss man jetzt eigentlich konkret machen? Worauf könnte man pochen, dass das wirklich gut funktioniert oder besser funktioniert? Ja, ich habe es in meinem Vortrag schon angedeutet, weiterführend könnte schon sein, dass ein Grundrecht auf Klimaschutz eingeführt wird. Es gibt auch schon Vorschläge in dieser Richtung, auch ein Staatsziel Richtung Energiewende wäre positiv. In der Sache muss man natürlich die verschiedenen Bereiche sehen und hier konkrete Maßnahmen beschließen. Also für mich wäre überhaupt am wichtigsten und am vordringlichsten eine CO2-Steuer. Das ist bislang ja verhindert worden. Es gibt bereits 40 Staaten, die eine CO2-Steuer aufweisen. Die kann natürlich verschieden ausgestaltet sein. Also am meisten Wirkung hätte eine solche CO2-Steuer oder CO2-Bepreisung, in welcher Form auch immer. Auch in Deutschland wird es nächstes Jahr eine CO2-Steuer geben. Die hätte die eindeutig die meisten, nämlich auch marktwirtschaftliche Bedeutung. In Deutschland wird man pro Tonne CO2 25 Euro verlangen. Das ist relativ wenig. In Schweden kostet die Emission von einer Tonne CO2 bereits 170 Euro. Also unabhängig jetzt von Verfassungsänderungen wäre für mich das Wichtigste. Dann natürlich Ausbau des öffentlichen Verkehrs beziehungsweise die Anlastung von Umwelt- und Klimaschäden beim motorisierten Individualverkehr. In unserer Studie vor jetzt 20 Jahren haben wir schon darauf gepocht, dass der Individualverkehr, der motorisierte Individualverkehr, kurz MIV, und ist auch insofern, glaube ich, ganz gut getroffen, und sowohl auf Autobahnen als auch auf Nicht-Autobahnen emissionsabhängig und kilometerabhängig bemautet wird. Das wäre ganz, ganz entscheidend und wichtiger als vieles andere. Natürlich auch eine Förderung, Unterstützung umweltfreundlicher, klimafreundlicher Technologien, auch Verbesserungen in der Wirtschaftsverfassung und. Also, aber was ich jetzt gesagt habe, CO2-Steuer und Anlastung der Umwelt- und Klimaschäden im Verkehr, im Individualverkehr, wären meines Erachtens derzeit die wichtigsten Maßnahmen. Genau, und die würden ja praktisch auch, da war noch eine Frage von Tamara Schürz, das ist ja genau das, dass man damit jetzt so eigentliche Kosten für Flugtickets oder für Ananas aus Südamerika und sowas, würde man damit ja auch verteuern, in dem Sinne, dass man die CO2-Steuer hat. Genau. Und dann, wenn ihr da in dem Zusammenhang Flugverkehr, dann ist es an der Zeit, und das ist ja auch Ziel der anhängigen Verfassungsklage, Klimaklage, beim Verfassungsgerichtshof, die Begünstigungen der fossilen Energie müsste beseitigt werden. Wir haben noch so viele, also in Milliardenhöhe Förderungen fossiler Energie, das gehört und haben wir längst natürlich vor Jahren gefordert, diese Begünstigungen, diese Förderungen abzuschaffen, vor allem Kerosin. Steuerbefreiung, Mineralölsteuerbefreiung, Diesel, Mineralölsteuerbefreiung und so weiter. Das macht Milliarden aus, aber natürlich hat man hier sehr, sehr viele Player, die gegen solche Maßnahmen sind
Und hier muss Druck gemacht werden. Hier muss die Wissenschaft wirklich aktiv werden, um hier die Politik wie bei der Corona-Krise dazu zu bringen, die Wissenschaft zugrunde zu legen. Okay, ja, genau. Das war ja quasi auch schon der Konsens von Professor Rosenberger beim letzten Vortrag zu CO2-Steuer. Und ich hoffe, das wird auch demnächst in Österreich umgesetzt. Dann war noch eine Frage von, Moment, Pufflehead. Ja, also wie viel Erfolg erwarten Sie von den Beschwerden beim EU-Kinderrechtsausschuss von Greta Thunberg und 15 weiteren Kindern und Jugendlichen sowie von der Klimaklage von Greenpeace in Österreich? Ja, das erste ist die Kinderklage. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, die Zukunft der Kinder und Enkelkinder ins Spiel zu bringen. Es gibt ja auch von der UNO Studien, dass die Zukunft fast aller Kinder beeinträchtigt wird. Und dem sehe ich eigentlich mit Optimismus entgegen. Also da hoffe ich, dass der EuGH hier und vielleicht das erste Instanz, das Europäische Gericht, diese Argumente aufgreifen wird. Denn das ist ja auch immer mein Credo gewesen und das haben Sie ja auch in der Ankündigung vorgesehen. Mein Leitspruch, den ich jetzt wiederholen möchte, wer die Welt, wer die Erde und die Menschen liebt, die Kinder und Enkel liebt, der ist für Klima- und Umweltschutz, weil es um ihre Zukunft geht. Und das ist so wichtig. Und unsere Generation darf sich da nicht freispielen, wie es oft gesagt wird. Wir sind aufgrund des Verursacherprinzips verantwortlich. Und wir dürfen nicht sagen, in 30 oder 40 Jahren soll alles passieren. Wir sind jetzt die politischen auch Entscheidungsträger. Daher müssen wir auch aufgrund des Verursacherprinzips, steht im Primärrecht der EU, Maßnahmen ergreifen, um die Jugend, um die Kinder und Enkel zu schützen. Also da ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg, auf der richtigen Schiene. Zum Erfolg der Klimaklage Greenpeace und Einzelne beim Verfassungsgerichtshof, das habe ich ja schon angesprochen, die größte Hürde ist hier eine Frage der rechtlichen Zulässigkeit der Klage. Der VfGH muss hier zuerst entscheiden, ob eine individuelle Betroffenheit der Kläger vorliegt. Ich würde das selbstverständlich bejahen, denn nur das Argument, dass alle vom Klimawandel massiv betroffen sind, schließt ja nicht die individuelle Betroffenheit der Einzelnen aus. Mhm. Aber das ist ein Argument, ich habe es kurz angeführt, auch des Europäischen Gerichts und hoffentlich nicht des Europäischen Gerichtshofs. Also ich halte diese Argumentation für völlig verkehrt, um es salopp zu sagen. Ja, ich hoffe, dass der Verfassungsgerichtshof in die Sachentscheidung einsteigen wird und gestützt auf den Gleichheitsgrundsatz solche preisverzerrenden Gesetze aufheben wird. Hier ist ja vor allem das Missverhältnis öffentlicher Verkehr und Flugverkehr gemeint, dass hier eine Ungleichbehandlung steuerlicherweise vorliegt. Also ich hoffe sehr natürlich, ich würde ein Fest geben, wenn diese Klage, wenn der Klage stattgegeben wird. Ja. Da wäre ich gerne dabei, auf jeden Fall. Und ich glaube, die letzte Frage für heute von Alois Erwin Meyer ist ein EEG für Strom nach Vorbild Deutschland von 2000 bis 2009 für Österreich denkbar?
Ja, wir arbeiten auch daran, an einem ähnlichen Gesetz. Ich kenne aber den konkreten Inhalt noch nicht. Erneuerbaren Energieausbaugesetz. Und meine Vorstellung diesbezüglich ist, dass natürlich der Ökostrom in der Anfangsphase gestützt werden muss, gefördert werden muss, aber nicht auf Dauer, sondern, und das wird jetzt vielleicht etwas eigenartig klingen, nicht auf Dauer deshalb, weil der Ökostrom billiger sein müsste oder sein wird, wenn die fossile Energie, also Öl, Gas und Kohle, sofern wir Kohle auch in Österreich haben, haben wir jetzt Gott sei Dank nicht mehr, auch die Kostenanlastung erfährt, also die Warenkosten auch internalisiert werden. Diese Umwelt- und Klimaschäden sind ja derzeit alle externalisiert, die Gewinne freilich internalisiert. Wenn aber die Schäden, Klimaschäden und Umweltschäden auch internalisiert werden, das muss der Gesetzgeber machen, dann müsste eigentlich die Ökoenergie viel billiger sein, was sich viele nicht vorstellen können, aber was für mich eine logische Konsequenz wäre. Okay, da gibt es jetzt noch eine Frage, die können wir vielleicht noch kurz von Katharina Pullmeier. Welche juristischen Maßnahmen müssten gesetzt werden, um den Emissionszertifikatshandel auch langfristig weiter als Klimaschutzinstrument nutzen zu können? Beziehungsweise wie effizient ist dieser derzeit? Wenn ich richtig verstanden habe, geht es um den Emissionszertifikatshandel, Treibhausgashandel, Zertifikatshandel. Also wir sind jetzt derzeit in der dritten Phase EU-weit und hier sind die Abwertungen der einzelnen Zertifikate bereits größer geworden. Ich glaube derzeit 1,7%. Und das hat gewirkt. Die ersten zwei Phasen waren eigentlich völlig ergebnislos aus vielerlei Gründen, vor allem weil viele Zertifikate kostenlos vergeben worden sind. Hub und Leakages haben Ausnahmen bewirkt. Ich kann das und soll das natürlich auch nicht jetzt näher ausführen. Aber die dritte Phase ist erfolgversprechend. Und entscheidend ist, dass keine Zertifikate mehr kostenlos vergeben werden und dass die jährliche Abwertung, es müssen ja immer weniger Zertifikate ausgegeben werden, weil sonst kommen wir ja nicht runter, dass die Abwertungen immer stärker werden. Und das ist auch für die vierte Phase vorgesehen. Und die dritte Phase hat jedenfalls schon bewirkt, dass EU-weit 20% weniger CO2-Ausstoß erfolgt. Also der größte Erfolg ist jetzt schon durch den Zertifikatshandel erfolgt. Und das, glaube ich, kann sich sehen lassen. Also die ersten zwei Phasen vergessen wir. Aber wenn das wirklich weiter konsequent verfolgt wird, vierte Phase, dann ist das ein wirksames Instrument. Okay, vielen Dank für die Antwort. Ich denke, Fragen gibt es keine mehr. Wir sind auch schon weiter fortgeschritten. Dann würde ich mich nochmal sehr für den Vortrag bedanken. Und wir hatten zwischendurch ca. 80 Teilnehmer, die zugesehen haben. Ah, ja. Und ich würde auch sagen, wir versuchen das mit dem Vortrag weiterzumachen. Also es war jetzt noch die Aussage, dass wir Lectures for Future weitermachen sollten. Das sehen wir auch zu. Dass also Herr Lang wird hoffentlich dann im Mai den Vortrag halten und im Juni haben wir noch niemanden. Das werden wir dann noch sehen. Also immer der zweite Montag im Monat wird dann der Vortragstermin werden für Lectures for Future und dann in der Semesterpause werden wir sehen, wie sich das fortführt. Und ja, ich würde sagen, die eine Frage, wollen Sie noch eine Frage beantworten? Es kam gerade noch eine. Ja, meinetwegen,
schon, also ob ich sie beantworten kann. Was bedeutet Notstand? Dürfen Verordnungen missachtet werden, die offensichtlich dem Klima massiv schaden? Ja, der Kollege Lang hat schon eine ähnliche Frage gestellt. Klimanotstand, Ausruf des Klimanotstandes ist eine Willensbekundung des Parlaments. Natürlich keine Bindung für zukünftige Gesetze, aber eine Interessenbekundung. Und ein Notstand hat auch einen juristische Bedeutung. Und dazu vielleicht noch abschließend ein Fall aus der Schweiz, wo das gerade auch für Demonstrationen Fridays for Future oder Scientists for Future wichtig sein könnten. Vielleicht haben das viele von Ihnen ohne dies vernommen. Klimaschützer haben in einer großen Schweizer Bank, der Credit Suisse Bank, demonstriert im Gebäude, haben dort Tennis gespielt im Hinblick auf Federer. Ich glaube, das ist jetzt der Groschen, der gefallen ist. Und die Bank hat dann geklagt auf Schadenersatz. Solche Klagen gibt es ja auch in Österreich. Und die erste Instanz hat die Klage abgewiesen wegen rechtfertigenden Notstands. Das Ziel dieser Demonstranten ist so wichtig und existenziell bedeutend, dass hier ein rechtfertigender Notstand vorliegt, der auch dieses Handeln eben letztlich dann als rechtmäßig scheinen lässt. Das Höchstgericht hat aber in der Schweiz noch nicht entschieden, also das wird eine spannende Frage. In Österreich ist dieser Gedanke des Notstands, des rechtfertigen oder entschuldigen Notstands eigentlich im Zusammenhang mit Klimaschutz noch nicht judiziert. Das wird die Zukunft zeigen und zu hoffen, dass hier auch eine klimafreundliche Judikatur einziehen wird. Okay, ja, vielen Dank. Ich denke, das ist dann eh ein schmaler Grat, dass man sagt, man beruft sich jetzt auf Notstand und macht irgendwas und hofft dann, dass es hinterher als Notstand auch gerechtfertigt wird. Aber grundsätzlich würde ich plädieren für Demonstrationen mit demokratischen Mitteln. Ja? Es ist ein Risiko, wenn man auf Notstand plädiert. Ja, das kann auch ins Auge gehen. Das bleibt ja auch. Da müsste man noch eine Entscheidung abwarten. Ja. Das Ziel ist, bleibt ja auch das Ziel der Fridays for Future, denke ich. Ja. Okay, und damit würde ich das jetzt beenden. Vielen Dank nochmal und vielen Dank an alle Zuhörer und Zuschauer und damit schönen Abend noch. Ich danke für die Einladung und die Teilnahme. Dankeschön.